Als Amazon-Gründer Jeff Bezos hier im Bild der Herr mit dem Cowboyhut mit einer Rakete in den Weltraum gestartet ist, da war sein Bruder mit an Bord, hier ganz rechts. Außerdem ein 18-jähriger Milliardärssohn und eine 82-jährige Pilotin. Und damit gleichzeitig der jüngste und der älteste Mensch, die jemals im All waren. Man merkt also schon, dass Jeff Bezos nachgesagt wird, dass er immer von der Pressemitteilung her denkt, oder? Und so schrieb er dann auch auf seine Raumkapsel First Human Flight, obwohl Richard Branson vor 9 Tagen ja eigentlich der Erste war. Aber Jeff Bezos ist heute eben noch ein paar Kilometer höher geflogen. Über den Konkurrenzkampf um das Geschäft im All, Tobias Bader. Um kurz nach 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnt der Traum vom Weltall. Die Rakete von und mit dem Milliardär Jeff Bezos sowie seinen 3 Gästen startet. Nach 4 Minuten Flug erreichen sie ihren höchsten Punkt bei 107 Kilometern Höhe. Oh, wow. We just can't do it. Forget to look out the window. Holy shit, God. Oh, wow. Die Höhe von über 100 Kilometern ist übrigens nicht zufällig gewählt. Laut internationaler Definition beginnt der Weltraum in 100 Kilometer Höhe. Also muss man über 100 Kilometer. Bei Bezos ist es so, er war im Weltraum, er war über 100 Kilometer. Deswegen darf er sich dann Space Traveler nennen. Allerdings, er ist kein Astronaut, denn ein Astronaut ist erst eine Person, die wirklich eine volle Erdumkreisung gemacht hat. Mit ihrem Flug heute waren Bezos und seine Mitflieger übrigens 20 Kilometer höher als Richard Branson vor 9 Tagen. Der britische Milliardär war ebenfalls mit Passagieren in die Schwerelosigkeit gestartet. Die Konkurrenz um zahlende Weltraumtouristen ist also jetzt schon vorhanden. Also ich schätze Wettbewerb in allen Bereichen des Lebens und deswegen schätze ich ihn auch hier. Denn wenn es Wettbewerb gibt, dann gibt es auch geringere Preise. Das ist sehr wichtig. Wenn es einen Monopolismus gäbe, wären die Preise weiter oben. Und das ist gut für die Kunden, weil die können damit rechnen, damit komme ich relativ günstig in den Weltraum. Wobei relativ das Wort wichtig ist, weil es wird immer noch sehr teuer sein. Und relativ bedeutet übrigens immer noch mindestens $200.000. Für Menschen, die das nicht für ein paar Minuten Schwerelosigkeit oder ein paar Minuten im Weltall ausgeben möchten, wirkt dieses ständige ins Weltall Gefliege der Milliardäre wie ein Wettrennen zwischen unanständig reichen Männern. Wissen Sie, es gibt nur einen Menschen, der der Erste im All war. Sein Name ist Juri Gagarin und das ist wirklich lange her. Ich werde Nummer 570 oder so sein, da werde ich auf der Liste stehen. Es ist also kein Wettstreit, es geht darum, den Weg in Richtung Weltraum zu ebnen, damit die kommenden Generationen dort oben unvorstellbare Dinge erreichen können. Vielleicht möchte er auch einfach nicht, dass es Wettkampf genannt wird, weil er genau weiß, dass einer noch viel weiter ist. Elon Musk nämlich mit seinen SpaceX-Missionen und dem Traum nicht nur vom Weltall, sondern vom Mars. Unabhängig davon war der kurze Weltraumflug heute für Jeff Bezos ein großer Erfolg. Aber nicht nur für ihn, sondern auch für Wally Funk. Sie hatte sich mit Mitte 20 mehrmals erfolglos als Astronautin bei der NASA beworben. Und nun ist sie mit 82 Jahren doch noch der älteste Mensch im Weltall. 82 im All, ja, da bleiben wir gedanklich noch kurz bei diesem schönen Sternenhimmel über der Pfalz. Ob das Wetter morgen die Sterne auch wieder durchblicken lässt oder ob es dafür dann doch zu wolkig wird, hier sind unsere Aussichten. In der Südwesthälfte funkeln heute Nacht verbreitet die Sterne, während es im Norden und Osten auch dichtere Wolken gibt, die am ehesten in Küstennähe etwas Regen bringen. Am Tag in der Südwesthälfte wieder den ganzen Tag sonnig, im Norden und Osten dagegen mehr Wolken als Sonne, Regen ist aber eher die Ausnahme. Im Erzgebirge am Tag wieder unter 20, am Hochrhein nahe 30 Grad. In der Nacht zum Donnerstag an der Ostsee bis 17, in Oberfranken frische 8 Grad. Und das war auch schon wieder das Nachtmagazin. Danke, dass Sie dabei waren. Susanne Daubner hat dann gegen 2.10 Uhr nochmal eine Tagesschau für Sie. Und wir sehen uns gerne morgen Abend wieder. Bis dahin, eine angenehme Nacht.